Dann gibt es natürlich noch das Kellerabteil, das ist hier oben. Hier Kellerabteil können oben. Dachbodenabteil, Entschuldigung. So, hier können Dokumente gelagert werden oder alte PCs und sowas vom Zollamt oder sowas. Kann hier Ja. alles untergebracht werden. Hier unten sind ja die Büros und der Kaffeetrinkerraum. Alles. Kaffeetrinkerraum, auch nicht schlecht. Ja, sowas muss in einem Regierungsgebäude natürlich sein. Ja, das machen die ja mit am liebsten, ne? Natürlich. So, und jetzt noch eine schöne Besonderheit an dem Gebäude. Direkt, wenn man hier runter geht, eine runde Treppe, das finde ich übrigens so richtig geil an der, siehst du, die ist abgerundet, ist ein Café. Ach, wie geil ist das denn? Dann brauchen die doch keinen Kaffeeraum mehr. Doch, intern. Hier ist ein Hase. Da war ein Hase. Also du bist ja ein Mörder. Das ist aber auch schick eingerichtet. Guck mal da mit rotem Teppich. Ah, was Schönes. Hier eine Essensausgabe oder Trinken. Abends vielleicht mal ein Bier. Oder ein Wodka. Ja, zum Beispiel. War schön hier, oder? Gefällt mir gut, ja. Dann gibt es hier draußen natürlich auch noch solche kleinen Ecken zum Hinsitzen, sitzen, So sich viel arbeiten unterhalten. beim Zollamt. Natürlich. Ja, der Schiffsverkehr, siehst du nicht, wie der floriert? Ja, doch. So, Verteidigungsanlagen kommen wir später zu. So, was auch noch sehr interessant sein könnte. Ah, hier ist ein Turm. Ah, das ist ein noch nicht fertiges Gebäude, das ist gerade eine Baustelle. Das wird einmal eine Schmiede mit Verkaufsraum für Rüstung und Waffen. Hier gibt es noch Okay, keine Türen, das ist neben ein dem Rohbau. Zollamt. Ja. Siehst du, das ist alles Hat noch noch gar keine, Rohbau. Fe ja, hat noch keine Fenster. Es zieht hier. Ja, genau, das ist alles noch ein Rohbau. Das hat auch noch kein Dach. Da schnell raus hier. So, wie gesagt, das ist nur ein kleines Wohnhaus. Spärlich eingerichtet. Wenn eigentlich gesagt gar nicht. Ja. Gut, unser eins, ja, ich merke schon. Ihr merkt bestimmt, viele unserer Gebäude sind noch nicht so eingerichtet. Das gefällt uns natürlich noch nicht. Aber wir arbeiten dran. So, das ist eine Hier, wo Eierfarm. hast denn du das Gestein her? Das ist Endstein. Du warst ja noch gar nicht im End. Doch, als der Drache schon längst tot war. Ach so. So, die Mühle haben wir uns die schon angesehen? Musst du mir jetzt sagen. Haben wir uns die Mühle schon mal angeguckt? Die Mühle? Ja, die hier. Nein. Okay, dann machen wir das. So, das ist die Mühle. Die hat draußen ihr schönes Wasserrad. Das Coole ist, daran kam er mit. Diese Mühle dreht sich in die Kanalisation rein. Also das Wasser, das kommt in die Kanalisation und das wird durch ein Kanalisationsnetz ins Meer geleitet. Aha. Das habe ich auch ausgebaut da unten alles. Das bedeutet, das ist völliger, das Rad ist voller Fäkalien. Nein, das Rad schickt die. Nein! Das ist ja nicht Abwasser. Das geht alles nur da rein. Deshalb sind die Gänge auch dann so groß. So, und ich habe mir auch hier was Schönes überlegt. Hier siehst du schön das Antriebsrad, das noch einmal ein anderes Rad antreibt. Hier. Dies befindet sich im Keller. Da befindet sich eine Mühle. Das kann man jetzt natürlich nur so jetzt darstellen. Das ist so ein bisschen einfach Wasserversorgung. Hier rein wird es später gehen. Das will ich sogar so belassen, wie es hier ist. Das habe ich so ein bisschen steinisch gelassen. Das wird sich nachher ins Ameisenbau. Also da geht es nirgendwo hin. Das wird nachher zu einer Sackgasse führen. Ah ja, okay. Aber das wird später ans Bergnetz angebunden. Hier ist sogar noch eine kleine Kiste. Aha, eine durchsichtige. Ja, muss ja sehen, was drin ist. Schon klar. Hier ist eine Leiter, geht einfach in den Dachboden, da ist nichts.
Hier wird auch noch ein bisschen, obwohl hier weiß ich gar nicht, ach, ist nur so ein bisschen kleiner Raum, da muss nichts eingerichtet sein, großartig, oder? Was denkst du? Kleiner Mühle, da könnte man vielleicht noch ein bisschen Stroh liegen haben oder so und durch das So, jetzt Getreide. zu einem kleinen Prestige-Objekt der Metro. Ja, da habe ich ja auch schon angefangen mit. Ist ja ein Enderman. Was machst du denn hier? Hier gibt es keinen florierenden Enderman-Verkehr. Ah, die sieht natürlich klasse aus, ne? Da. Ja, die Decken sind aus erstklassigem Gold gemacht. Wie du siehst, die Wände hier sind sogar richtig verziert, ne? Wenn du so ein bisschen reinguckst. Naja, So, und dann kann man in die unteren Etagen. Da, wo die Aufenthaltsräume sind, hier soll noch eine Bar später rein. Schon wieder. Was denn? Habe das genau gesehen, dass du geschossen hast. So, hier soll später noch eine Bar reinkommen. Eine Bar ist immer gut. Eine Bar ist immer Ja, gut. Bar ist immer gut. Hier sind Aufenthaltsbänke, wo sich die Leute so hinsetzen können, wenn ihr Zug noch nicht da ist. Oder so ein bisschen sich mit Leuten treffen können. Ein bisschen schöner Blick nach oben. Hörst du jetzt wohl auf? Da, auch das. Und hier ist der große. Das war ich nicht. Nein, warst du auch nicht. Hier ist der große Gang in die Metro. Der soll so ein bisschen pompös wirken. Ja, soll Das sieht auch pompös aus, also. er. Ja. Das hier muss ich noch abbauen, das sieht nämlich immer noch scheiße aus, aber Erik will das nicht verstehen. Der versteht vieles nicht. Jetzt geht's abwärts. Ui. Das sind die Rolltreppen übrigens, nur kann man halt Oh schlecht eine mein Rolltreppe in Gott. Minecraft zeigen. Ach, guck mal da. Tot ist er. Hier kommen wir an den Bahnsteig. Wie du siehst, die Metro ist hier auch noch nicht so ganz ausgebaut. Kommt aber alles noch. Und diese Strecke geht extrem weit rein. Kannst ja mal Ja. gucken. Da blickt ja kein Mensch durch. Doch, das funktioniert hier alles einwandfrei. Übrigens, dafür muss man den Erik wirklich loben, für dieses automatische Schienennetzwerk. Zum Beispiel kann ich klicken. Baustelle am Tunnelende. Warte. Dann kommt hier ein Minecart. Theoretisch, das werde ich erstmal losschlicken, dann würde man sich hier reinsetzen und könnte dann von hier aus, das werde ich aber nicht machen, sonst fahre ich weg, auf diesen Knopf drücken und dann geht's los. Okay, da sitzt jetzt keiner drin, das habe ich jetzt extra gemacht, damit es nicht weit fährt. Aber würde ich jetzt ankommen, zum Beispiel, ja, machen wir mal so, würde ich hier anhalten, dann wird sie erstmal stehen bleiben. Dann drücke ich einfach auf diesen Knopf hier, Minecart einparken. Und schon parkt es sich ein. Ja gut, da gibt es jetzt irgendeinen Fehler, weil da ein anderes Minecart war. Aber jetzt sich einparken, genau. Ist echt der Das kann. Hammer. Das kann ich dann einfach immer wieder so holen. Ja, übrigens, ich kann so schätzen, dieser Tunnel ist 2.000 bis 3.000 Block lang und immer noch nicht fertig. Ja, wir wollen uns ja verbinden, ne? Ich bin ja jetzt auch auf der Ebene inzwischen angelangt, in meinem modernen Bahnhof. Hier soll so ein bisschen. Nein, nicht modern, das soll so eher so ein bisschen. Oh. Was Kann hast du ich jetzt sagen. gesagt? Sorry, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ja, und unser Bahnsteig ist ja nicht so ein bisschen moderner und der soll so ein bisschen majestätisch Ja, wirken. das ist eher so, naja, gut, mit dem Sandstein und sowas, das kommt mir beide vor wie so ägyptenmäßig oder so. Also, ne, so ungefähr. Ja, also ich habe in diese Konstruktion hier auch mit den ganzen Decken, dass das so schön verziert aussieht, schon richtig viel Arbeit. Dass hier aber immer Zombies spawnen, das ist Kacke.
So, da geht's in die Wartungsräume, die sind komplett irrelevant für uns, da müssen wir nicht hin. So. Weiter geht's. Dann kommt das Verteidigungsministerium. Mit der Kuppel da. Mit dem Strahl. Mit dem Strahl. Ha. Das Verteidigungsministerium für innere Angelegenheiten, nenne ich es. Ah, Wo ist ja. dieser amtliche Ausdruck? Also was hier raus geworden ist, wo ich das letzte Mal hier war, das ist schon Wahnsinn. Das ist hier nochmal die untere Etage von dem Wohnhaus, wo wir eben drin waren, also nicht drin waren, sondern uns angeguckt haben. Kannst du hier eben gut sehen. Hier. Aber vorher, du merkst schon, wir gehen schon ein bisschen schneller, ne? Wie meinst du das? Wir gehen schneller. Guck mal, wie wir uns bewegen. Schneller als sonst. Ne? Merkst du schon. Warum? Wegen dem Strahl, der bewirkt etwas. Ach ja, du willst mich doch verarschen. Nee. Der Strahl macht doch nicht, dass ich hier. Doch. Komm mal hier hinten hin. Ab hier. Es dauert ein bisschen, bis der Effekt nachlässt. Es bewegt dich mal die ganze Zeit. Jetzt bist du nicht mehr so schnell, ne? Jetzt komm mal, jetzt beweg dich ganz normal und achte auf wie schnell du wirst. Geh mal einfach drauf zu. Wirst du ab hier bemerken, ab der Treppe, dass du schneller wirst. Jetzt habe ich es gemerkt, ja. Ja, du wirst schneller. Befindest du den Also Strahl. der ist ein bisschen dumm. Der ist ein bisschen neben der Kappe. Der hat irgendwas genommen, hat der. Bist du. So, hier siehst du noch unseren schönen Schießstand. Kann man schießen üben. Warum habe ich einen neuen Bogen? Naja, ist aber nicht die Mitte. Auch nicht. Komm, streng dich an. Ja, das war die Mitte. Gut, hier ist noch ein schönes Schwimmbecken. Aus Wolle. Das hat der Erik gebaut. Ja, ist klar. So, Weicht doch alles auf. das ist die Schmiede von unten. Hier wird nachher der Amboss und das Feuer und alles und der Ofen hingemacht, wo das Eisen geschmiedet wird. Wie gesagt, das ist noch eine richtige Rohbaustelle. Okay, Das weiter. Verteidigungsministerium machen wir so ein bisschen zum Schluss einfach mal. Oh, ja. So, dann haben wir hier Eriks Turm. Das ist einer der wenigen Sachen, die er gut hinbekommen hat. Ja, wieder So, dringend Wolle. rein hier. Einmal drücken, mein K kommt in 4 Sekunden. Nein, zweiter. Drücken, drücken zum Losfahren, mein K hat nicht abbauen. So, und jetzt Nach rein dem damit. Aus, was, wo rein? Ins Wildcard. Linke Shift-Taste, was? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Einfach mal so nach oben, warte einfach oben auf mich. Kann ich aussteigen? Wenn es steht, ja. Wie kann ich nochmal aussteigen? Shift. Oder Steuerung, eins von beiden. Ja, ich bin raus. Ich bin das nicht mehr gewohnt. Wo bleibst du denn? Muss den Weg hochlaufen und nicht runterfallen. Ach so, du hast. Es gibt nur einen Minecart. Ach so. Ach, und dann durfte ich halt fahren. Das ist aber nett von dir. Was hat der Erik denn hier für ein Verbrechen fabriziert? Der hat das richtig. Ich habe ihn gerade noch gelobt. Du hast ihn gerade noch gelobt, ja. Also wenn man das so sieht, was ihr hier gebaut habt, ist das schon Wahnsinn. Da hinten ist noch ein komplettes Glasgebäude. Waren wir da auch schon? Nee. Verteidigungsministerium. Also das sieht ja schon mal edel aus. Hier ist auf der Seite ist ja auch noch etwas. Da ist eine Burg. Ja, und dahinter, hinter dem Verteidigungsministerium, ist ein Rollfeld.
Oh mein Gott, da ist ja ein Hangar sogar. Daisy-Hangar. Ein Daisy-Hangar, ja. Also so krank seid ihr schon, also. Die Burg ist unsere alte Bastion. Das ist somit das erste. Also, das ist jetzt einfach nur so ein bisschen Geschichte, die ich mir ausgedacht habe dazu. Muss man ja auch machen. Das ist so die erste Verteidigungsburg, die hier in dieser Gegend gebaut wurde. Und die wurde jetzt militarisiert mit Waffen und Moderne. Aber wurde halt als Denkmal hier gelassen und nicht abgerissen und eine neue Verteidigungsanlage zu Also bauen. quasi für, sag mal schnell, wie heißen denn die Leute? Also so zum Besichtigungen machen und so. Genau. Aber sie hat auch einen wichtigen militärischen Zweck, denn sie ist mit Waffen bestückt. Aha. Also sie kann reaktiviert werden, denn sie ist mit modernen Geschützen ausgerüstet. So, weiter geht's. Das war der Besitz. Von hier um kann man sehr viel sehen, wie zum Beispiel auch diese Anlage da unten. Sieht sehr unscheinbar aus. Denkt sich, was ist das denn für ein Fels in der Brandung da unten? Ja, das ist auch noch einer unserer Verteidigungsmaßnahmen. Ich kann mir ja denken, was das ist. Soll ich runterkommen? Ja, Muss bitte. ich jetzt laufen? Nö, setz dich mal rein. Ich weiß nicht, ob du es überlebst. Wir gucken Klasse. mal, was passiert. Lebst du? Ich bin unten angelangt, aber das war ganz komisch. Ich bin gefallen ein paar zweimal. Das ist auch der Sinn der Sache. Ah ja, okay. Ich bin Sinn hier der oben Sache. gefangen. Kannst du das Minecart wieder hochschicken? Ich möchte gerne auch nach unten. Minecart kommt, drücken zum Losfahren. Es kommt. So, wo war das jetzt? Guck mal, hier hat er die ganzen Bäume hier. Hier nennt sich das nochmal das Holz. Akazie. Akazienholz. Wo war das nochmal, wo ich nicht lang gehen darf? Finde ich das jetzt auf die Schnelle?